Ist Öl vielleicht nicht ganz so gut. Also wir drücken mal die Daumen, dass da vielleicht nicht allzu viel an der Technik kaputt gegangen ist, wenn wir jetzt tolle Bilder hier wieder sehen von diesem Zacks Bit Capri. Ein tolles Auto, die Flammen aus dem Auspuff hier in Turn 1. Also, ich habe es gestern schon mal gesagt, das ist einfach ein Traum, dieses Auto zu sehen, aber natürlich auch ein Traum, es zu erleben von zwei solchen Profifahrern pilotiert. Das gehört ja einfach auch mit dazu. Also das ist sicherlich so das Tempo, das damals auch Klaus Ludwig angeschlagen hat. In der deutschen Rennsportmeisterschaft mit einem solchen Auto, beziehungsweise mit dem Chassis hier, war er damals Champion im Jahre 1981. Allerdings mit dem kleineren Motor hier, der größere 1,7 oder 1,8 Liter Motor eingebaut mit 540 PS. Und wie man dieses Auto meisterhaft bewegt, das vollführt hier Stefan Mücke, der das Ganze jetzt in eine Soloshow umwandelt. Aber es ist einfach ein Genuss. Leider auch das Aus hier, so prognostiziere ich es mal, an diesem Wochenende auch eher in diesem Jahr mit viel, viel Pech. Franz Straub unter Druck, ja, von wegen, da fährt Stefan Mücke einfach vorbei, als wäre es ein Hindernis am De Tomaso Pantera. Das Deutsche mit der 735. Ja, auch kein wirkliches Hindernis. Man sieht einfach auch, das ist natürlich auch der Unterschied dieser Autos, dieser Turbo Capri, einfach ein Top-Auto Ende der 80er Jahre und der Pantera im Grunde genommen aus der Saison 1972. Damals wurden diese Autos auch in der GT-Europameisterschaft eingesetzt.